Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind wieder zurück am Blutfelsen und wir müssen hier das Rätsel dieser Vampirgeschichte, die sich hier aus ägyptischen Sagen vermischt mit dem europäischen Vampir Informationen, Gedanken, Geheimnissen. Und da gucken wir jetzt mal, wie wir dem Ganzen auf die Spur kommen können. Wir haben ja noch einen Eingang hier. Der wird uns nicht mehr helfen. Und hier können wir noch hoch. Hier ist unser Seil. Der wird uns sicher auch nicht mehr helfen. Hier soll doch auch irgendwo dann das Grab sein. Die christlich beigesetzte. Lag hier nicht auch eine Leiche? Vielleicht hinter dieser Tür, aber das werden wir ja gleich sehen. Wir müssen die jetzt eh öffnen. Schauen wir nochmal, was wir hier alles haben. Nichts mehr, was uns in irgendeiner Form weiterbringt. Ohne Zweifel. Ein Tisch für Einbalsamierung. Ja. Nichts Interessantes. Seltsames Motiv. Der Mann wird einbalsamiert, aber hält ein Buch und liest da. Ja, das hatten wir ja auch schon. Okay. Das nutzt nichts. Wir müssen jetzt versuchen, diese Tür zu öffnen. Und dafür werden wir jetzt mal anfangen, das zu tun, was wir wissen. Das Sonnensymbol können wir einsetzen. Sieh mal an. Du kommst mal dahin. Du? Also hier haben wir den Knoblauch reingepackt, ne? Hier können wir was hin tun. Na also, perfekt. Und hier können wir was hin tun. Geschafft. Und jetzt ist die Frage, was passt dieses dorthin? Loch wurde bestimmt eingemeißelt, um etwas hineinstecken. Was passt dahin? Dieses Loch. Es ist nicht das Kreuz. Ich hatte eigentlich erwartet, dass dieser Gegenstand, den wir hier reinstecken können, jetzt auch hier auftaucht. Wir haben die Hostie, wir haben... Was fürchten Vampire noch außer Kreuzen? Vielleicht kann ich irgendetwas hier zusammenbauen. Aber ich wüsste nicht, was... Die ganzen Pyramiden. Die Axt kann ich da auch nicht reinstecken. Ein Messer? Aber das erscheint nicht hier. Es müsste hier erscheinen, um das Rätsel lösen zu können. Was könnte ich noch... Vielleicht soll ich diese Sphinx wirklich zerstören. Da habe ich sie kaputt gemacht. Zerbrochenes schwarzes Sphinx. Kann ich aber... auch nicht hier reinpacken. Dieses. Was mache ich jetzt mit der? Zerstört ist sie. Ich bin nicht sicher. Also hier kann ich sie nicht einsetzen. So viel steht fest. Das heißt, es muss hier noch irgendetwas geben, das mir weiterhilft. Diese Symbole sind nicht ägyptisch, aber sie scheinen dennoch sehr alt zu sein. Okay, was können wir denn mit diesem Opfertisch machen? Ohne Zweifel. Aber dann müsste ich das Handsymbol haben, wenn ich was tun kann. So, gehen wir hier lang. Eine zerbrochene schwarze Sphinx. Ja, genau, sei vorsichtig. So, da sollst du lang gehen. Was haben wir hier? Nur ein Durchgang. Was haben wir hier? Haben wir hier jetzt noch irgendwas? Auch nur ihn. Merkwürdig. Dieses Skelett ist nicht alt. Genau genommen kann es noch nicht lange hier liegen. Ja, aber auch das hilft mir jetzt nicht weiter. Zwecklos. Kann ich nochmal zurück nach... Vorsichtig. Nach Kairo? Oder muss ich jetzt wirklich hier aus dem, was ich habe, etwas machen? Testen wir das. Nein, ich kann
nicht zurück nach Kairo. Das heißt, ich muss jetzt aus den gegebenen Mitteln wieder mal etwas zaubern. Gut, was könnte mir helfen? Irgendwas muss ich zerhämmern, oder? Oh, Pflock und Hammer. Ich muss den Pflock dort reintreiben. Ich bin mir sicher, dass der jetzt erscheinen wird, wenn wir das die Tür anklicken. Verdammt. Dieses Loch. Vielleicht, wenn ich den mit der Tür benutze. Nee. Okay, ich habe Pflock und Hammer. Habe ich noch Weihwasser? Nein, das habe ich weggeschüttet, ne? Was? Aber Pflock und Hammer ist doch etwas, das Vampire fürchten. Aber... Verderbtes Blut. Einen Hinu verderbtes Blut. Das kommt mit Sicherheit gleich noch. Aber... Hier kann ich nichts mitmachen, ne? Ich habe jetzt Pflock und Hammer. Was mache ich damit? Die Skelette können keine Vampire sein und selbst wenn, könnten sie mir kein Blut mehr liefern. Hier ist Kondenswasser drin, ne? Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum, weil ich nicht so richtig eine Ahnung habe, was ich machen soll. Dieses Loch wurde bestimmt einge- Ich bin eigentlich davon überzeugt gewesen, dass ich jetzt mit Pflock und Hammer weiterkomme. In dem Raum da hinten musste noch irgendwas sein. Ohne Zweifel, ein T- Ja? Ist hier gar nichts? Auch in diesen Vasen nicht? Ich kann hier nur die Dinge anschauen. Hier kann ich nur laufen. Und hier gibt es nur das. Kann ich hier sonst noch irgendetwas machen? Hier wurde etwas entfernt. Ja, ich habe doch schon wieder was reingepackt. Ich kann kleine Vertiefungen erkennen. Ja, ja, ich weiß. Die Symbole entziffern bringt auch nichts. Hier muss was erscheinen. Hier muss was erscheinen. Aber was? Und wie und wo und was? Ein eckiger Spiegel? Womit habe ich denn das jetzt verknüpft? Was war denn das? So, alle Artefakte sind eingesetzt. Jetzt muss ich die Worte sagen, die Herodot mir beigebracht hat. Hm, Delinda Grimbrim Veritas, Grimbleda Vadi Retrorork Mufagnetert. Das hätte ich nicht schöner sagen können. Cool, wir sind wieder einen Schritt weiter. Ach, du ahnst es nicht. Ah, was ist das? Ich hab's weggeklickt. Ich wollte es nicht wegklicken. Ein Kupferdeben. Gleicht dem Deben aus dem Museum. Okay, ein Kupferdeben. Was ist das? Eine zerbrochene Statue des Gottes Sokar. Okay, Sokar ist hinter dem... Hinter Sokars eine magische Waffe. Eine magische Waffe im Sokars Kopf. Dafür brauche ich etwas. Nein. Der Hammer, der Stichel. Zweck. Die Axt. Tonk. Was ist das? Die Spitze eines Speeres. Aufwendig verziert und extrem stabil. Okay, eine Speerspitze.
okay, eine Waffe kann ich mir erstmal nicht draus bauen. Gut, schauen wir uns weiter um. Hier gibt es ja noch mehr. Ich suche jetzt erstmal ab, bevor ich wieder die Leertaste drücke. Da ist eine Truhe, die machen wir mal auf. Hier ist die Oberfläche eben. Ich kann meine Waage abstellen. Hier ist die Oberfläche... Okay, da soll also die Waage hin. Gut, habe ich verstanden. Das war ein sehr offensichtlicher Hinweis. Gut, stell mal hin. Mit einer Waage und bestimmten Gegenständen, die ich finden muss, sollte ich in der Lage sein, einen goldenen Deben herzustellen. 13,6 Gramm. Einen goldenen Deben. Das könnte nützlich sein. Eine Schale. Okay, was ist das? Diese Hieroglyphen erinnern mich an irgendetwas. Denk nach. Das sind das die Symbole aus der... Sind das die Symbole... Oh. Die Symbole von dieser Karte da? Dokumente? Hier. Die Hieroglyphen auf der schwarzen, gesichtslosen Sphinx, die ich in Süleymans Haus fand. Also... Dieser Liniending, dann der Kopf mit dem Schnubbel unten drunter, dann der Frosch, die zwei Schwerter oder Beile, dann der und dann der. Okay, mal schauen, ob ich mir das merken kann. Kopf, Frosch, Schwerter, Haus und Siedlung. Der, ich habe den zweiten schon vergessen. Kopf, dann der Frosch, dann die Schwerter, dann der und dann das. Na also. Perfekt. Ah. Blut. Ist es verderbtes Blut? Dann werde ich meinen Hinu füllen. Ein Hinu voll mit verderbtem Blut. Ein teils beschädigter, aber nach wie vor stabiler Totenkahn. Okay. Das sind ägyptische Skulpturen, aber sie sind sonderbar, angsteinflößend und obszön. Obszön? Wieso obszön? Der hat einen Stab. Das könnte mir gelegen kommen. Den hab jetzt ich. Das sind ägyptische... Ja, obszön. Hier gibt es noch was. Wenn ich diese Stützen entferne, könnte der Kahn herunterfallen. Stellt sich die Frage, ob ich genau das vielleicht will. Was ist das? Das könnte mir gelegen kommen. Ein Stück Steinsäule. Und die Stützen möchte er im Moment noch nicht entfernen. Dann lassen wir das auch erstmal. So, jetzt brauche ich einen Golddeben. Jetzt hier mal eben gucken. Hier an der Säule kann ich noch was tun. Frage ist nur was. Eine Zeichnung mit drei Pyramiden, wobei jede Pyramide beleuchtet werden kann. Ziemlich merkwürdig. Ich kann nicht sehen. Ich brauche Licht. Okay, Licht haben wir. Offenbar muss ich die richtigen Pyramiden finden. Mal sehen. Aha. Okay, ich habe diese Pyramiden hier zur Verfügung. Die Frage ist, ob sie passen oder nicht. Ah ja. Okay. So ist die komplett im Schatten. Was auch immer das bedeutet. Die wirft keinen Schatten. Die wirft auch keinen. Vielleicht diese hier? Nee, so auch nicht. So? Nee. Das ist ja strange. Warum kann ich hier... Ach so!
Gut, habe ich verstanden. Du gehst so hin. Dann muss ich das Licht verschieben. Die passt. Und du? Vielleicht so. Aber so passt diese hier nicht. Die passt so, die passt so. Und dann muss ich jetzt doch die finden, die... Na also, perfekt. Das war ja gar nicht so schwer. Das war das ganze Pyramidenrätsel? Und was hat mir das jetzt gebracht? Ach, das dreht sich jetzt hier, okay. Super. Na, das geht ja vorwärts. Super. Die drei richtigen Pyramiden waren nicht schwer. Ein bisschen Ordnung im Inventar muss sein. Verzeihung. Alles klar, liebe Leute. Jetzt müssen wir noch einen Golddeben herstellen. Das hieß aber, oder einen Hino voll Blut. Naja. Ob wir beides brauchen oder ob wir nur eines brauchen, das werden wir rausfinden, und zwar in der nächsten Folge Let's Play Dracula Origin. Bis dahin macht's gut, tschüss.